Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Röntgen von Subnautica Below Zero. So, ich bin jetzt hier immer noch in diesem Höhlensystem. Nur aller Kupfer. Und wollte eigentlich zu diesen Bäumchen zurück. Weil ich da ja Dinge zu finden habe. Aber den Weg, den finde ich nicht so richtig. So. Ja, hier liegt immer noch das tote Vieh. Selbst schuld. Kann ich nur häufig genug sagen, Kinder. Selbst schuld. So. Passend ist es hier draußen wieder dunkel. Es ist immer dunkel. Ey, willst du mich veralbern? Ich bin viel größer und stärker als du. Ich bin viel größer und stärker. So. Wir zwei vielleicht auch noch was auf die Gusche haben. Ich habe genug für euch alle. Leg dich mit mir an und du bist fällig. Er versucht es. Er versucht es. Bitte? Er? Er? Wer ist der größere Jäger? Bitteschön. Buff. Weg warst du. Ja, ich muss jetzt nur irgendwie einen Weg finden. Wieder zu diesen Bäumchen zurück. Das hier ist ihre Wolle. Ja, Kinder, ihr seid jetzt weise. Es tut mir leid. Mama und Papa waren der Überzeugung, sie müssten sich mit mir anlegen. Gleich richtig auf die Gusche. Ganz ehrlich, ihr kriegt auf die Gusche. Ich kann eure Spezies ja auch ausrotten. Ich behaupte dann einfach, der Pilz war's. Was ich aber mal kurz noch mache. Meine eigenen Ressourcen nicht so aufzubrauchen. Ja? So, lecker Schmecker. Okay, also. Wie komme ich denn da wieder zurück? Ich habe vergessen, wie ich zurückkomme. Mir unangenehm, das zuzugeben, aber ich habe es einfach vergessen. Weil ich so fluchtartig hierher gekommen bin. Ganz einfach deswegen. Und man kann ja den Robotikanzug leider nicht mal eben wir den Schneefuchs ins Inventar stopfen. Aber ich glaube, das hier ist der falsche Weg, ne? Nee, vor allem hier ist schon wieder so eine Höhle von den Viechern. Nein, nein, da habe ich jetzt gerade keine Lust drauf. Vorsicht mit den kleinen Pinguinen, ich möchte ihn nicht zerquetschen. Das hier sieht so aus, wie hier war das hier. Und hier muss ich jetzt hier oben auch einen Weg lang. Ich bin gerade nicht so sicher. Gibt es hier durch die Höhlen einen Weg zurück, der groß genug ist, dass der hier durchpasst? Denn das hier überhaupt gerade für ein grafisches Meisterwerk, was ich hier überall sehe, was mir auf mich niederdonnert. Wird das Schnee darstellen? Ja, und hier ist halt der Eiszapfen im Weg. Und du willst mir nicht sagen, dass das hier der Weg war. Ach, das ist wirklich Schnee von oben. Weil das ist die Höhle von den anderen. Hier oben war nur das Pingu-Dingens. Das war hier gerade was zum Scannen. Dann kann das nicht der Weg zurück sein. Oh, tatsächlich. Hier, Glühpilze. Wann komme ich an euch ran?
Ja, wie alles andere auf dieser Insel kann man auch euch nicht mitnehmen. Hier ist doch nur das drinne. Hier gibt es doch gar keinen anderen Weg. Also ist das hier auch Quatsch. Das kann nicht der Weg zu den Bäumen sein. Weil, naja, weil es nur zu diesem Pingo-Ding geführt hat. Also muss es dementsprechend nur einen Weg zu den Bäumen geben. Ich meine, ich könnte auch den ganzen Weg zurücklatschen und dann bei den zweiten Weg dann nehmen, aber warum eigentlich? Ich bin irgendwie hier auch reingekommen, dann muss ich hier auch irgendwie wieder rauskommen. Hier war der Spalt. Also notfalls gehe ich wirklich über die Basis, den zweiten Weg mit durchs Wasser hindurch, weil das irgendwann wird es mir auch zu doof. Sag so wie es ist. Kann nicht sein, dass man hier immer. Was ist hier? Oh. Auch hier ist ein Pingu-Dingens. Welches ist das denn? Ist es auf der Karte vermerkt? Ja, setze ich ab. Okay, mal sehen, was es hier gibt. Aha. What the crap? Ich muss mir abgewöhnen, den zweiten. Ach. So. Ich darf nicht die rechte Maustaste drücken, da macht er ja Selfies. Das hier ist Selfie-Action angesagt. Okay. Außerdem ist langsam das Signal sehr schwach. Kann nichts mehr erkennen. Muss wieder näher ran an meinen Freund. Die Entfernung war zu groß. Da. Oh. Ja. Das ist das. Das ist der Shit, den ich haben will. Nee, es ist hier keins. Nee, scheinbar nicht. Kein PDA. Schade. Gut. Gut, 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 gut. Wieder hin zu meiner Kleinen. So. Und eingesammelt. Zack. Forschungsprotokoll. Ein Glühpilz. Den ich, wie gesagt, leider. Ja. Die kompletten Dunkelheit. Schönes Ding, Harry. Nee, Fuchs, ach, da brauchst du ja gar nichts zu. Das Sprungmodul. Und da ist Bavans Bett. Gut, gut. Oh, halt. Halt, 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 halt. Ich bin bei denen angekommen. Sehr schön, ich bin doch angekommen. Ach, ich muss schon sagen, es kann ja nicht sein, dass ich den Weg nicht wiederfinde. Hier ist ein Schwamm noch über. Gut, dann ist das da oben, war das wahrscheinlich, ach, mach das mal zu. Wahrscheinlich das hier oder so. Oder? Oh, das war die hier. Das hier war das mit dem eigentlichen Forschung. Das hier war eins von denen in der Höhle drinne. Ich kann es nicht so richtig
bedeuten. Was haben wir hier in der Höhle? Klingt auf jeden Fall so, als würde hier irgendein Vieh schlafen. Hört sich so an, als würde hier irgendein Vieh schlafen. So. Zack. Aber da fehlt ja noch ein Erkundungspunkt, ne? Guck mal da drüben. Oh, da ist noch eine Kiste zu. Da wird wahrscheinlich auch noch ein Schwamm drin sein. Oh nein, erste Hilfe. Mal ein bisschen Abwechslung, ich werde verrückt. So. Was haben wir denn hier oben? Rüber? Ich zweifle, dass ich da rüber springen kann. Und ich hab's geschafft. Yay! So. Ist das hier der Rand? Das ist bestimmt der Rand, oder? Ja. Wir sollten nicht hier sein. Das will mir das Spiel sagen. Wir sollten nicht hier sein. Okay, Spiel, ich hab's verstanden. Ich guck mal nach da drüben, ob da noch irgendwas ist. Sieht komisch aus. Wir pflanzen der Schnee, aber ja, wenn es so sein soll, dann soll es so sein. So, das ist doch die Höhle, wo es zu dem Vieh reingeht, ne? Ah, nein, nein, ah, das ist der Wasserweg. Das war der Wasserweg. Okay, okay. Ja. Bei der Pingu-Position. Was ist das hier? Au. Dangerous weather approaching. Seek shelter. Oh, sei still. Okay, das hier war nicht wirklich was. Ich weiß nicht, was das soll. Wahrscheinlich nur wegen dieser Erzader hier. Aber das ist nur Silber und Kupfer. Das interessiert mich nicht so. Magnetit hätte ich ja jo gesagt, aber nö. So, was haben wir hier? Halt, ihr macht's die Ding. Ding, Ding. Genau. Was ist hier noch so? Okay, das ist dann wahrscheinlich die letzte Pingu-Position. So, Pingu. Geht es auf die Reise für dich. Und jetzt lass ja nicht wieder nur Quarzit drinne sein. Quarz. Quarzit. Pingu. Los, wer jammert denn hier? Aber sieht ziemlich mau aus. Hä? Ist hier draußen? War das alles? Echt? War das alles? Kann doch nicht sein. Das ist alles, was in der Höhle drin ist. Ich kann mir immer nur sorgen, weil ich höre das Vieh da draußen. Okay. Hat sich ja richtig gelohnt. Ja. Mal essen. Okay.
Ja. Nee, danke. Hat sich gar nicht gelohnt. Aber ich habe ja jetzt ein bisschen Magnetit zusammen. Das ist ja auch was. Das wollen wir jetzt mal auch erwähnt haben. Ich habe ein bisschen Magnetit zusammen. Gibt es hier irgendwo im Zentrum noch irgendwas? Nee, ne? Alles still und leise. Schade, dass man eure Früchte nicht mitnehmen kann. Alt, wo ging es nochmal zu dem Vieh rein? Direkt neben dir, ne? Hier ging es rein. So. Rein, deine gute Bude. Und ich komme nicht rein. Ich komme mit dem Ding nicht rein. Okay. Ich leg das hier mal alles in dein Lager. Dass ich da drinnen noch was holen kann. Weil da lag ja noch mehr. Da könnte ich auch den Pingu scannen für das Titan. War hier noch irgendwas? Weiß es gar nicht. War hier noch was drin, was mitnehmenswert war? Nee, Glas und so kannst du nicht mitnehmen. Schade, mein Bruder, dass du tot bist. Ha. Gut, guck mal so weiter. Was ist das mit der Probe? Oder kriege ich die Probe vielleicht woanders? So, wir gucken erstmal hier. Ja, das scanne ich jetzt mal für das Titan. Brauche ich ja für das Modul, für den Schneefuchs. So, da. Irgendwas anderes hier? Nö. Ich habe nur seine Pranke hier, die ich scannen konnte. Diese unheimlichen Geräusche im Hintergrund, die habe ich auch. Hier nichts zum Krapschen. So, wir fahren nochmal hoch. Ich muss hier einfach nur bereit drücken und dann klappt das. Ist ganz schön. Ich stehe da bereit drauf. So, zuvor ein. Ja, Injektionsbehälter, das ist es halt. Kann ich einen Injektionsbehälter craften? Hier habe ich nur dieses Modul. Ich sehe ihn jetzt nicht. Vielleicht kann ich es ja in der Thermoskanne einfüllen. Nö. So. Du, dein großer Puppel hier. Halt! Halt! Hier konnte man das Zähne des. Achso, die kann ich auch scannen. Was man ja alles scannen kann an dem Vieh. Kann ich die auch. Kann ich einen rausschlagen? Überhaupt nicht, ich hab dich getötet. Nee. Jetzt hab ich hier ja die Zähne. Ja. Oh, halt. Was war da gerade mit, so, und der Bakterium wurde in der Sicherung mega. Weitere Untersuchungen am Tier selbst an der. Oh. Oh, ist das das, was unten bei dem Vieh ist? Das geheime Labor? War das nicht das? War das nicht Omega? Ähm.
So, Karten. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Okay. Vielleicht muss ich später einfach wiederkehren. Vielleicht ist es das. Vielleicht muss ich später einfach wiederkehren mit einer Injektionsnadel oder so. Um mir eine Probe zu holen und muss vorher noch ins Omega-Labor, um dort eine Vorbereitung zu treffen. Gut, dann war das ja ein nutzloser Weg, ne? Tschüssi, du hässliches, riesiges Ding. Ich will ja auch sparen können. Also das, was ich bei Pingu rausgekriegt habe, das war nicht lohnenswert. Aber ja, vielleicht drei von dem Magnetit oder so, aber nö, der Rest hat es nicht gelohnt. Und wie gesagt, Quarz, also das findest du überall mehr. Du musst nicht hierher kommen. Du musst echt nicht hierher kommen. Gut. Dann würde ich sagen, Heimweg antreten. Ab nach Hause. Und dann gibt es, wie gesagt, noch zwei Orte, die entdeckt werden müssten. So. Dun, dun, dun. Vielleicht gab es auch hier irgendwas noch. Vielleicht habe ich es auch einfach übersehen. Früher oder später werde ich drauf kommen. So. Sehr schön. Aha. Die Kiste. Eine Leuchtefackel. Huch. Großes Gerippe hier. Das scannen wenigstens? Kann ich auch nicht scannen. Bin manchmal erstaunt, dass die so scanfaul ist. Der Subnautica-Denker hier. Kannst du jeden Quatsch scannen? Ach, der will nicht mit dem Ding hier hoch. Was ist denn hier oben, dass du mit dem Ding nicht da hoch willst? Magnetit. Ja, das kann ich verstehen. Magnetit. Komm, nimm's mit, dass die Folge gelohnt hat. Sehr gut. Ist noch mehr? Mehr Magnetit. Ich bin süchtig nach dem Zeug. Gut. Schönes Ding. Ja, komm. Lass mich in Ruhe, du. Du laufendes Wollknäuel, du. Ach so, das ist deine Höhle und das sind deine Kinder. Na ja, gut. Wollen wir nicht so sein. Wenn du mich in Ruhe lässt, werden das keine Weisen. Ja. Zack, da durch. Oh, das war der Wasserweg, ne? Ging der Wasserweg schneller? Ist der überhaupt schaffbar mit dem Krebsanzug? Ist der Wasserweg mit dem Krebsanzug schaffbar? Ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Wir versuchen es jetzt einfach. So. Auf jeden Fall gibt es ja noch solche Bubbel, mit denen man dann Luft bekommt, wo man die echt nicht braucht auf dem kurzen Weg. Aber hey, was soll's? Hauptsache ja Bubbels. Ach. Furchtbar. So, jetzt raus hier. Zackeli zack. Und weiter voran. Muss auch was trinken. Nein! Fest. War stuckt. Ich glaube, bevor ich mich aber auf die Heimatbasis dann auf den Weg mache, brauche ich noch schnell hier dieses olle Sprungmodul für den Schneefuchs. Damit der voll ausgerüstet ist.
wo ich den eigentlich, wie gesagt, nicht besonders schätze. Der sieht noch was aus und so, aber die Sache mit dem, erstens, der greift immer nach dem Ollen-Modul, wenn du aufsteigen willst. Das hätten sie an einer anderen Stelle befestigen müssen. Zweitens, du wirst runtergeworfen von dem Leviathan. Es gibt viele Dinge, die gegen ihn sprechen. Und für den Krebsanzug. Ja. Vorrat ansehen. Ja. Jetzt muss ich mal einsteigen. So, kann ich dieses Modul hier bauen? Kabelsatz. Den hatte ich doch hier irgendwo. Ja, doch irgendwo ein Kabelsatz. Ach, übrigens, pass mal auf. Offscreen irgendwann mal festgestellt. Na komm. Ja, für euch. I was being pulled from illogical world to illogical world, with you at the center of them. I was dreaming. The brain processes in mysterious ways when we sleep. Does it serve a purpose? It was such disorienting and fragmented thought. Random images and sensations. No one is completely sure what it does. There are theories, but every human dreams. Many other mammals, too. Is it enjoyable? It can be. We can experience impossible joy, and also impossible terror in our dreams. Sometimes I can fly. Sometimes I call out to Sam and can't reach her. Sometimes I'm in my underwear, defending my doctoral thesis. It's a mixed bag. Your biofeedback indicates that flying is the most enjoyable dream. I therefore hope you have many more of those. Mainly for my own safety. Okay, also, er hat viele Dialoge mit einem, man muss nur drauf kommen, ne? Wie bei der Jukebox. Wenn man sie nie benutzt, macht er, da gibt es auch keinen Dialog. Und irgendwann wird er ja meinen Körper hoffentlich wieder verlassen, der gute Junge. Und dann hätte man nicht mehr die Option, mit ihm darüber zu reden. Deswegen hier der Schlafdialog. Was mir gerade aufgefallen ist, ihr habt es vielleicht auch schon bemerkt, ich habe einen erweiterten Kabelsatz gefunden, nicht normalen. Den normalen, den stellt man aus zwei Silber her. Und da ich jetzt echt keine Lust habe, nochmal an Land zu gehen wegen zwei Silber und das zu bauen, baue ich das in der Heimatbasis und nehme das mit. Ich muss ja eh irgendwann wiederkehren, um hier diese Probenbehälter dann noch festzumachen. Deswegen, na, wisst ihr Bescheid. So, jetzt erstmal heimwärts. Wir haben jetzt erstmal alles, was wir so brauchen. Jetzt geht's erstmal heimwärts. Ich glaube, zu Hause werde ich auch mein Lager wieder ein bisschen auffüllen mit Wasser und sowas. Das habe ich ja jetzt in Masse verschwendet, weil ich versucht habe, alles zu horten. Die anderen Lager, die sind ja eigentlich noch alle ziemlich voll. Und Wasseraufbereiter, ich habe zwei Stück hinten da rumstehen. Ich könnte rein theoretisch auch drei haben, weil die Energie der Basis... Ich habe sehr viele Pflanzen, ich kann das immer wieder rausholen, die Energie. Na, das ist also nicht so, dass ich sparsam sein müsste, die Energie. Hey, was ist los? Hä? Jetzt steckt er hier fest, oder was? Warum steckst du fest? Ah, jetzt. Welcome aboard, Captain. Ja, ich wollte schon sagen, der steckt hier fest. So. Energie, siehst du? Ja. Fast wieder bei 1100. Also ich könnte wirklich noch hier ein paar von den Dingern bauen. Mach ich vielleicht. Offscreen. Aber was ich vorher noch mache... Kabelsatz war doch der normale, ne? Kabelsatz, genau. Und jetzt hier, Schneefuchs... Sprungmodul. Was bringt das hier? Hubdüsen ermöglicht kurze Sprünge über das Gelände. Ja, gut. Ja. Also, ich räume jetzt mein Lager hier voll. Das mache ich offscreen. Vielleicht baue ich noch einen Wasserfabrikator oder sonstiges.
also so ein Wasseraufbereiter. Ich weiß es noch nicht genau, aber das ist nichts, was in eine Folge reingehört, weißt du, das ist jetzt nicht so spannend. No? Ich danke diesbezüglich allen Zuschauern, wünsche einen fantastischen Tag und verabschiede mich. Ciao!